Herzlich willkommen zurück zu Ark Survival Evolved mit Airesu und weiter mit Dextex, allerdings auf einem anderen Server. Hi. Ja, guten Morgen. Hi. professionell. Wie immer. Eine Schere. Apropos ja, professionell, das... Don't Starve Together Let's Play steht schon eine ganze Weile auf möchte gern gespielt pausiert. Werden. Ja, ist auf pausiert, nicht inaktiv oder so, sondern pausiert. Also würde schon gerne. So, erst einmal müssen wir den Charakter natürlich schön erstellen. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Soll ich den Charakter behalten? Für die werten Zuschauer, Dextex steht gerade vor einem moralischen Dilemma. Er hat einen Charakter, der auf Level 63 ist. Also, man muss wohl merken, wir haben einen random Server rausgesucht und auf diesem zufälligen Server hatte ich anscheinend schon mal gespielt und bin dort schon Level 44. Das heißt, ich könnte mir und unseren Mitspielern, also hier diesen Airesu, Metallwerkzeuge machen. Ja, die würde der aber nicht annehmen, weil der fair spielt. Doch trotzdem fair gespielt. Nein. Dann dürftest du auch nicht in mein Haus wohnen. Will ich auch gar nicht. Weil das ist doch Bullshit. Nein. Alkesh, was sagst du dazu? Ach ja, Alkesh ist da. Das ist jemand. Hallo, hallo. Also, ich persönlich kann das ja verstehen, Airesu, auf der anderen Seite, wenn das schon so ein Server ist, auf der schon so lange läuft, dass selbst der Dextex da einen Charakter hat, wäre es vielleicht ganz hilfreich, wenn wir diese Hilfe annehmen würden. Also, Alkesh wird wahrscheinlich auch demnächst hier mit bei sein. Eventuell. Vielleicht. Ich würde ja sagen, wir lassen die Zuschauer abstimmen, aber das dauert zu lange, bis die antworten können. Tja. Okay, Einstiegspunkt, sag mal, Zone. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Gut, dann starten wir, wo wir immer starten, Ost 1. Ich lass mich mal sterben. Du wieder okay. Mit deinem Osten. Im Osten ist Kacke, da ist nur Sumpf. Sumpf ist schön, Berlin ist auf Sumpf gebaut. Ja, wenn du Bock auf hässliche Schlangen und Frösche hast, die uns töten. Die sind cool, die beißen bloß leider ein bisschen doll. Also eigentlich doll beißen sie ja auch nicht. Es macht ja nicht mal wirklich Schaden. Das Doofe ist, man schläft nach einer Weile ein. Dabei kann man Ark mittlerweile mit Gamepad spielen. Hm. Okay, weißt du was? Wir waren vorhin im Norden. Ich geh mal zur Südzone 2. Süden 2. Tada! Man kann Ark mit Controller spielen? Man kann Ark sogar ohne Controller spielen. Ja, ich war gerade nur verwundert. Ich habe ja meinen Controller angeschlossen. Man kann Ark wirklich mit Controller spielen. Ich habe ja meinen Controller noch angeschlossen. Wegen andere Spiele. Und der hat gerade so komisch vibriert. Als ich gestorben bin. Deswegen habe ich gemerkt, dass der ja funktioniert. Hoppala. Ich bin direkt neben einem Haufen Beete aufgewacht. Was soll denn das? Alles machst du wieder kaputt, ja? Nein, ich hab nicht kaputt gemacht. Hier ist ein Komposthaufen, da müsstest du ja eigentlich in der Nähe sein. Meinst du? Hier ist ein Schild. Was steht drauf? Mal gucken. Do not build here. Build. Not bold hier, sicher. Also ich glaube, er will uns damit sagen, dass wir hier bauen sollen. Meinst du? Ich glaube ja, das wird er glaube ich sehr toll finden. Gibt's hier eigentlich offenes Feuer in dem Spiel? Ich frag schon einen Freund. Na, in dem Sinne offen, dass man damit Bäume anzünden kann oder Häuser. Ach so, nee. Warum nicht? Also ich habe mich jetzt entschieden, ich bleib bei dem Level. Das hilft uns nur, gegen das ganze Assi-Pack auf den Server zu bestehen.
Also solche Leute wie du, die einfach so sich ercheatete Charaktere nehmen. Ja, nicht ersheetet. Du erinnerst dich nicht dran, dafür gearbeitet zu haben, also hast du im Prinzip nicht dafür Oh doch, gearbeitet. jetzt erinnere ich mich dran. Ja, Das klar. waren qualvolle Stunden. Das kannst du mir nicht sagen, ob ich mich dran Bäh, erinnere oder ein nicht. Hobbit. Was? Hier läuft ein Hobbit. Jetzt ist er weg. Also er ist noch da, aber. Guck mal, wie viele Haare ich habe, ey. Ich wusste gar nicht, dass man in Ark auch Haare hat. Ja, das wurde jetzt erst kürzlich mit einem Patch reingebracht. Dass es eben Haarwachstum gibt. Habe ich vorhin noch gelesen. Mein Charakter muss dann ganz schön schon alt gewesen sein. Muss schon ganz schön alt sein. Ich habe sogar einen Stamm. Wer ist noch alles? Aha. Weißt du, wen ich hier noch lese, Alex? Alkesh? Mich? Ja, Alkesh hat hier auch schon drauf gespielt. Toll! Okay, dann ist das wohl entschieden. Oh, ich habe Holzkohle gefunden. Ha. Und Jetzt bin ich auch Bianca mal hat hier auch Dieb. schon drauf gespielt, aber wer zur Hölle ist Valfeed? Wir haben hier damals mit Dravius gespielt, okay. Kann sein, also ich habe auf jeden Fall mit Nox und noch Kann jemandem ich gespielt. den. Der Nox ist hier nicht drin. Mal gucken, ob ich den Riesenfelsen zerdeppern kann. Kann ich denn jemand aus dem Stamm rausschmeißen? Gar nicht. Ach doch, da. Mitglied aus dem Stamm rausschmeißen. Dravius und Dingens. Brauchen wir nicht. Agamia, Alkesh, lass mal drinnen. Wo bist du denn jetzt hin? Ich habe Metall gefunden und ich kann tatsächlich den Riesenstein zerdeppern. Toll, jetzt hat uns jeder gesehen. Oh, ich glaube, ich sehe Stonehenge. Bleib stehen. Bleib Nein, stehen. nein. Bleib stehen. Na gut. Mach Sitz. Bin die Einladung Entschuldigung. an. Dein Bart ist ein bisschen rot. Au! Doc, du hast deine Blutungen. Na und wenigstens bin ich nicht inkontinent. Guck mal unter dich, Mensch. Da ist nichts. Jetzt Warte. nicht. Wenn wir unser Haus haben, dann scheiße ich dir in dein Bett. Kannst du wissen. Es gibt schon einen Grund, warum ich dich im Schlaf umbringen werde. Kann ich? Nee, ich bekomme hier leider nichts raus. Was wollte ich machen? Eine Fackel brauche ich nicht. Kann im Notfall als Nahkampfwaffe benutzt werden. Ja, aber hier gibt es ja Das kein ist ja offenes Feuer geil, in der da Nähe. suche ich ausgerechnet einen Server raus, wo wir beide schon gespielt haben, Alkesh. So ein Zufall, das war überhaupt nicht beabsichtigt. War es ja auch nicht. Abgesprochen haben die sich heimlich. Nein. Doch, doch, doch. Ich habe Was? das Die Bette mitbekommen. ist da. Deswegen sage ich ja heimlich. Weil ich es nicht mitbekommen habe. Sagt dir nur was über deine Aufmerksamkeitsspanne aus. Das sagt nur was darüber aus, dass Arisu ganz schön paranoid ist. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich möchte mal was ausprobieren. Dextex, wo treibst du dich gerade rum? Ich crafte hier gerade Sachen. Das ist ja interessant. Wo? Bin mir gerade unsicher, ob ich dir das verraten möchte. Wieso? Ich bin mir nicht sicher. Oh, Komposthaufen. Ah, ich sehe dich. Barrikaden. Wer baut denn Barrikaden auf? Die sind paranoid, nicht ich. Hallo. Oh, ich hab mich geportet. Bleib mal kurz stehen. Au! Aua! Du Mörder! Du hast mich gehauen. Ich wollte dich betäuben. Ich wollte dich auch nur betäuben. Mit einem Speer?
Wir sind in einem Stamm, du Mörder! Also, ich sehe das ja eher so, du hast angefangen. Ich wollte dich doch nur betäuben. Ich bin Mediziner in Ausbildung. Das sagen sie alle. Entschuldigung. Mann, sehe ich schrecklich aus. Also, ich habe deine Leiche bei mir, ja. Zwölfmal ich. Du mich? Hab ich nicht. Doch. Zählt als Kannibalismus, wenn man sich selbst isst? Ja, ne? Ja. Gut. Dann betreibe ich jetzt Kannibalismus. Was brauchen wir denn? Herstellungsgeschwindigkeit braucht keiner. Bewegungsstor. Hier. Notiz. Schreib deinen eigenen Text auf eine Notiz oder leg sie in einen Kochtopf, um eigene Rezepte zu erschaffen. Was? Ich bin kein großartiger Koch, ich geb's zu. Aber die Logik dahinter erschließe ich mir echt nicht. Wieso? Man erschafft kein Rezept, indem man Notizen kocht. Du kochst doch auch nicht die Notizen. Du kochst irgendwas und wenn du das da drin hast, dann kriegst du das als Rezept. Also, kann ich mir das nicht einfach merken? Nein. Oh. Okay. Dazu gefehlen dir einige Hirnzellen. Aha. Gibt's hier eigentlich die Force-Eat-Mechanik wie in DayZ? Was für Mechanik? Force-Eat, also im Prinzip, dass du jemanden... Beide zusammen verstehe ich nicht so gut. Ja, ich verstehe Alkesh auch nicht, wenn ich rede. Ich glaube, er hat versucht zu erklären, dass ich damit meine, eine Mechanik, mit der man andere Leute zwingt, etwas zu essen. Ja. Ich muss kurz zu sagen, der Alreso will, dass du Reinigungsmittel trinkst. Nein, Narkobär. Da habe ich eine ganz coole Geschichte und da habe ich mit Albuin gespielt. Und zwar habe ich jeden Tag mir die Nuss gezähmt und wenn ich dann morgens reingeguckt habe, war diese die tot. Wenn ich im Log nachgeguckt habe, war es immer wieder der gleiche Fixer, der diese getötet hat. Am Wochenende hat es mir dann gereicht. Ich habe mir einen Flugsaurier gezähmt und bin über die ganze Insel und habe diesen Drecksack gesucht. Interessanterweise lag der dann quasi fast vor meiner Base. Offline rum. Albuin hat währenddessen einen Käfig gebaut. Ich habe ihn dort reingeschliffen. Und als er dann online kam, schrie er die ganze Zeit via Voice Chat, wir sollen ihn doch rauslassen und so. Dann versuchte er immer, sich selber umzubringen. Weil wenn er ja stirbt, spawnt er ja random. Und um das zu vermeiden, habe ich ihm dann immer Narkotikpfeile in den Fuß geschossen. Und wenn er ohnmächtig war, habe ich ihn immer mit Narkotikberries gefüttert. So, dass er sich nicht selber umbringen kann. Tja. Ich habe gerade ein Lagerfeuer mit noch ein bisschen Holz drin gefunden. Das ist sehr schön, da kann ich mich kochen. Hier ist ein Dilo. Der wird wahrscheinlich irgendwann einen von uns angreifen. Bitte. Nein. Das ist doch nur ein Dilo. Ja, aber wenn ich ihn angreife, dann bin ich der Böse. Warum? Bin ich gern der Böse. Standfackel, so. Pinsel, Holzwand. Ja, das finde ich immer toll, wenn sowas wie Holzwand Strohwand benötigt. Ja. Okay. Ja, hallo, du musst doch erstmal die Technik lernen. Tja. Der Dilo ist auf den Stein geklettert und jetzt ist er runtergehopst. Banana Guards. Sind die Leute oder ist der Leut, dem das Feuerchen hier gehört? Wie kommt man auf solche Namen? Und warum mache ich hier eigentlich nichts, während ich koche? Ich kann ja noch mal Holz klauen. Da.
wird im Prinzip wahrscheinlich. Ja, toll, jetzt bin ich überladen. Dann esse ich ein paar Armerbeeren, dann geht es mir ja besser, ne? Achso, Armerbeeren, nee, ich esse lieber mal Fleisch. Ich denke, wir sollten dann jetzt auch bald weiterziehen und unser Lager finden, oder? Ja, wo ist es denn? Ungefähr? Das müssen wir uns noch raussuchen. Also ich kann hier noch nicht weg. Warum nicht? Mein Essen ist noch nicht fertig. Dann lasse ich dich halt zurück. Dann werde ich dir irgendwann folgen und dir ein Speer ins Bein werfen. Kein Problem, ich werf dir dafür einen Speer wieder in den Kopf. Das finde ich nicht freundlich von dir. Warum Aber du tust du findest solche es. Dinge? Ja, wenn du mir einen Speer in den Fuß wirfst. Notwehr. Warum Notwehr? Notwehr Weil war es das, besser was. klingt als brutaler Mord. Das ist der Notwehr, war ist dasselbe, was ich vorhin gemacht habe. Du hast mich mit der Keule geschlagen. Ich habe nervöse Finger. Bist du? Der Dino rennt weg. Warum rennt der Dino denn weg? Der hat meinen Speer. Komm zurück. Oh, er kommt zurück, er kommt zurück. Warum denn? Hier sind noch mehr Schilder. I will destroy Tribe Matris. I'm Was? Bob and I will destroy Glaive Inked City. Ah ja, Gleifling City. Wo ist das? Da müssen wir einen Bogen drum machen. Hier ist noch ein Schild. Graf Pink City was here. Ich fände es toll, wenn wir die Häuser anzünden könnten. Ich meine, ich würde es natürlich nicht tun. Ich habe eine Ruine gefunden, eine Ruine, mit einer Kiste, mit einer Kiste. Sehr schön. Und da ist eine Notiz drin. Das heißt, ich kriege Kratos XP. Was? Und ein Buff, dass ich jetzt die nächsten 600 Sekunden mehr Erfahrung sammle. Kann ich mir auch einfach eine Notiz herstellen und das bekommen? Nee, du musst die gleiche finden. Verdammt. Oder eine andere. Aber du kannst die, die ich jetzt eingesammelt habe, auch nochmal sammeln. Wo bist du denn? Ich suche dich und hab die Notiz. Oh, noch eine Notiz. Yay, Level up. Glückwunsch! Level 45. Stimmt ja, ich nehme den Glückwunsch zurück. Du bist ja ein Schummler. Und hier sind Barrikaden. Viel zu viele Barrikaden. Bist du Bei den Barrikaden. Ich würde ja auf die Barrikaden? Barrikade reden, aber die ist mir doch etwas zu stachlig. Trike! Stirb, Trike! Was? Du legst dich. Oh, Verzeihung. Du legst dich mitten im Triceratops gerade an. Yep! Warum? Stirb, DP! Das gibt vor allen Dingen Schaden. Der trifft mich ja nicht einmal. Also dem Dodo kann ich kein Essen geben. Vorhin habe ich ein Tierchen getroffen, dem ich direkt Essen geben könnte. Was ich schön finde. Oh, ich habe das Do Not Build Here Schild gefunden. Ist ja etwas größer als ich dachte. Oh, ich habe den Dextex gefunden. Los, Twike! Erledige ihn! Du schaffst es! Oh, darf ich die Pfeile haben? Warte, Twike. Alter, welches Level ist denn der Trike? Siehst du das? Lauf, lauf, lauf! Moment, kann ich gleich sehen. Wow, pass auf mit deinen Pfeilen, Mensch! Der ist Level 10. Alter, warum hält der so viel aus, Mann? Weil es ein Triceratops ist? Was denkst du denn? Ach Gottchen. Aber ich habe jetzt schon bestimmt 40 Pfeile auf den drauf geschossen. Tja, und ich bin sicher, du hast auch mit mindestens 30 getroffen, aber das heißt nicht, dass du kurz davor bist, ihn zu töten. Aber das ist doch nur ein Twig. Die Viecher habe ich sonst Nur? nebenbei gesnackt.
Die Dinger können es mit ziemlich großen Raubtieren aufnehmen. Müssen aber ganz schön gebufft worden sein hier auf dem Server. Vorsicht, Mensch! Was denn? Da geht man mal kurz ans Lagerfeuer, um Holzkohle zu stehlen. Und dann? Und dann fliegt so ein Pfeil an einem vorbei. Ganz ruhig, Twig. Er meint's nicht böse, er ist nur doof. Tja, ich hab's versucht. Hallo. Nimmst du von mir ein paar Narkobären an? So zum Futtern? Na? Was hältst du davon? Nicht? Okay. Hallo. Hallo. Oh, Loot. Du hilfst nicht und jetzt lootest du ihn, ja? Und dann kackst du auch noch. Oh, Verzeihung. So, jetzt hängst du am Boden fest. Was? Was? Mach ich gar nicht. Du hast, doch, du hast einen Pfeil am Fuß. Ich sehe nichts. Du hast nicht weh? Ich hab keine Füße. Ja, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Level up. Komm denn. Suchen wir mal ein Plätzchen zum Bauen, ne? Ja, Moment mal, Moment mal. Aber alter Faltermann, der hat 80 Pfeile circa geschluckt. Tja. So, was machen die? Okay, wir brauchen das Fundament. Wir brauchen die Wand. Und jetzt können wir das richtige Fundament und die richtige Wand lernen. Ne, für die richtige Wand fehlt uns noch was. Vorsicht, Dilo. Das ist doch kein Dilo, das ist ein Ori. Das ist ein Ori-Raptor. Hey, komm her, Ori-Raptor. Ja, ich war lange nicht hier. Oh, wenn du einen davon zähmst. Wenn du einen von den Ori-Raptor zähmst, der sprüht so einen Duft aus, dass deine Dinos mehr poppen. Du meinst wahrscheinlich Pheromone? Oder? Ja. Hey! Hörst du auf! Ich versuche gerade herauszufinden, wie man den füttern kann. Du brauchst so Blumen. Die hast du jetzt nicht. Seltene Blumen. Ja, aber hör doch mal auf! Der hat dir doch nichts getan! Nein, aber der hat XP und Fleisch. Mensch, wenn's gehen, nee. Ich bin Jäger. Ja, ich bin Sammler. Ich sammle, was du jagst. Siehst du also, nörgel nicht rum, dass ich jage. Es ist trotzdem moralisch verwerflich. Nein. Doch. Nein. Definitiv, doch. Doch, doch, doch. Ich habe hier sehr viel rohes Fleisch. Keine Zeit, es zu kochen. Mann, oh Mann, hier wurde überall schon gebaut. Bin jetzt hin. Ja, deswegen müssen wir ja weiter gucken. Kann ich eigentlich schon... Oh, ich muss das ausstellen. Was musst du ausstellen? Ah, verdammt, 6 ist. Das Arc blendet. Sich ausstellen. Ach so. Weil man sieht bestimmte Sachen gar nicht in... bestimmten Blickwinkeln. Brauch so ein Ding Augenring. Ich hab nichts getan. Hilfe! Lauf, kleines Mädchen, lauf! Sehr gut, ich nehme den Speer wieder runter. Leg dich nicht mit mir an. Wollte er nur gucken, ob du vielleicht direkt umfällst. Nein, tu ich nicht. Oh, Loot. Das ist eine wirklich helle Sonne. Ja, ich habe sie mir ein bisschen entblendet.
Tja, ich hätte eine schöne Stelle gefunden, aber da sind schon Leute. Bist du Na denn jetzt hier. schon wieder hin? Und au, Ah, au, da. au! 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 Ich hab mir was gebrochen. Soll ich noch mal reinpieksen? Au! Au! Nein! Hallo, Carbonemus. Geh da nicht zu nah ran, da sind Pflanzen. Ja und? Was Ja, hast du gegen Pflanzen? die schießen böses Zeug und betäuben dich dann. Oh, ha, das ist aber gemein. Das sind ganz böse Pflanzen. Das heißt, ich darf mir nicht mal das Dinochen dort angucken. Oh, Hilfe! Was ist denn jetzt los? Pflanzen haben auf mich geschossen. Bist denn du jetzt hin? Na, bei den Pflanzen, die schießen. Tot? Nein, lass mich doch nicht treffen. Bist du denn jetzt? Ach, Das da. bringt mir nichts, danke. War da was Hier. Interessantes drinne? Nee. Ich müsste mal die Folge beenden. Ich glaube, ich tue das auch einfach mal. Also, ich hoffe, es Kannst du hat es nicht gefallen. automatisch einstellen, dass es alle 20 Minuten neu beginnt? Oh, erstmal nein. Dadurch, dass ich zwei verschiedene Aufnahmeprogramme benutzen muss, kann ich das nicht machen. Und ich dehydriere, das ist aber nicht schön. Dann gehen wir mal schnell ein Schlückchen trinken. Yay, ich habe verdorbenes Fleisch. Bringst du denn bitte schön einen Schritt? Ich sagte einen Schluck. Also zumindest hatte ich vor, einen Schluck zu sagen. Du hast aber Schritt gesagt. Dann gehe ich jetzt mal einen Schritt trinken. Ja, ich meinte, ich gehe einen Schritt zur Trinkquelle. Also, ja, und zum anderen habe ich dann ja nicht die Verabschiedung drin. Und die Begrüßung. Achso. Und das wäre ja unhöflich. Oh, ist da ein Boot, das man stehlen kann? Boote Warum kann ich kannst du eigentlich... nicht stehlen. Echt nicht? Auch nicht, wenn ich es immer und immer wieder probiere? Verdammt. Auch dann nicht. Oh, guck mal, da oben ist ein Leuchtedings. Geh hin, los, hol's. Denn Na, da oben, auf dem Berg. Du musst nur an jeder den. geht jetzt nicht hin. Wir suchen unsere Basekeule. Unsere Basiskeule, okay. Ich wollte die Folge beenden. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen Mit uns in einem der herzlichen nächsten. Tod. Nein! Ja, ist ja gut. Beenden wir die Also, Folge in Frieden. wir sehen uns in der nächsten Folge. Alkesh, bist du in der nächsten Folge dabei? Ah, wenn die nächste Folge in 45 Minuten beginnt, dann ja. Also, nein. In der nächsten Folge ist Alkesh auch nur ein nicht genannter Gast da. Also, wir sehen uns. Lebt wohl. Hinterlasst Kommentare. Adios. Dex, dex, dax, brav, tschüss. Mit Ö.